Und herzlich willkommen zu meinem persönlichen Jahresrückblick 2021. In diesem Jahr ist sehr, sehr viel passiert. Was YouTube angeht, richtig krass, ja. Aber dazu kommen wir noch. Ich habe mir überlegt, dass ich euch so ein paar kleine Ausschnitte aus diesem Jahr zeige. Das Ding ist, ich habe ja schon die 100. Folge gemacht, die 150. und 200. Und dort habe ich ja so eine Art Best-of immer gemacht, beziehungsweise in der 150. und 200. war das, glaube ich. Deswegen brauche ich euch gar nicht alles zeigen. Ich meine, die meisten kennen ja eh schon die ganzen Sachen, außer die von ganz am Anfang von des Jahres, weil die haben noch echt wenige Aufrufe. Und warum es dann auf einmal mehr Aufrufe wurden, das kommt dann auch in diesem Video vor, das erzähle ich euch. Ich versuche das so als One-Take-Video zu machen. Das wird nicht allzu lang, deswegen hänge ich hinten noch was dran. Also wenn ihr Bock habt zu lachen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es kommen noch zwei Sachen, die sind super mega lustig, ja. Ich habe mit Tina einmal zwei Runden gespielt und die waren halt echt zum Schießen. Und dann hatte ich im Stream live mit Daniel als Fremdenführer, beziehungsweise Daniel kennt sich ja nicht auf der Map aus, wie ihr wisst. Also die meisten wissen das. Und dann habe ich mal gesagt, Daniel soll vorgehen. Und wie das ausgegangen ist, oh weia, ich sag's euch, guckt's euch an. Die Leute, die das im Stream schon verfolgt haben, die wissen, was kommt. Aber das ist schon hart, wirklich hart. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir am besten mal bei einem Video ganz am Anfang an. Und zwar, ich habe am 22.02. dieses Jahres ein Video rausgebracht, wo ich was auf meinem Kanal ändern wollte. Da habe ich Ankündigungen gemacht etc. Zum Beispiel, dass ich habe immer unregelmäßig Videos hochgeladen. Ich lade seit 6 Jahren tatsächlich Videos hoch, aber sehr, sehr unregelmäßig. Und habe halt immer mal, wenn wir eine gute Runde hatten, in irgendeinem Spiel, ob das CS war oder irgendwas anderes, habe ich ein Video hochgeladen dazu. Weil es halt für uns auch toll war, das Ganze nochmal anzugucken. Und ich hatte nie viele Zuschauer. Es waren so 10, 20, 30 Zuschauer. Ich meine, man kennt das. Wenn man selber YouTube-Videos hochlädt, woher sollen auch die Zuschauer kommen? Es ist echt schwierig, nach oben zu kommen. Man braucht da schon einen gewissen Knackpunkt, dass es dann klappt. Aber selbst dann ist es auch schwierig, weil, ja, es reicht ja nicht, dass irgendwie tausende Leute dein Video sehen, sondern du musst ja auch ein kleines bisschen interessant wirken und so. Und ich habe irgendwann so die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte, okay, bist vielleicht nicht interessant genug, hast keinen Unterhaltungswert und so weiter. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und ich wollte 3 Videos die Woche hochladen, einfach weil ich dem Algorithmus ein bisschen entgegengehen wollte, weil ich auf der Startseite von vielen Leuten einfach angezeigt werden wollte. Und habe dann für mich selber gesagt, okay, ich versuche das ein halbes Jahr lang, weil 3 Videos die Woche ist schon, es ist Arbeit. Es ist wirklich Arbeit, wenn man die so schneidet, wie ich sie schneide. Ich habe mir immer sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Videos. Und musste gerade mal gucken, ob ich auch auf Aufnahme gedrückt habe, sonst wäre das alles hier in die Hose gegangen. Habe mir immer sehr viel Mühe gegeben mit dem Schnitt und ja, und da habe ich dann gesagt, wenn das jetzt in einem halben Jahr nicht läuft, dann höre ich auf mit YouTube. Also ich wollte da wirklich hinschmeißen, weil es einfach zu viel Arbeit dann für nichts gewesen ist. Und ich meine, wenn eh keiner meine Videos guckt, dann brauche ich auch nichts hochladen. Ja, und dann kam irgendwann alles anders. Wartet's ab. Dann kam im, wann war das? Am 29.04. kam ein Video. Das war auch richtig krass, dass so lange schon handgespielt. Und da gab es eine Situation, ich konnte mir nicht erklären, wie der uns gekillt hat. Und zwar sind wir am Ende zum Boot gelaufen. Ich zeig's euch mal, guckt's euch an. Dass man das auch sieht. Da hatte ich noch keine Facecam an. Ab und zu mal hatte ich keinen Bock auf Facecam. Deswegen habe ich die ausgelassen. Schieb mich mal nach rechts. So. Also auf der Ebene. Na, eine Haftpumpe gestorben, ne? Ich auch. Was? Ich bin auch an der Haftpumpe gestorben. Versteh's ehrlich gesagt gerade nicht. Warte mal, ich guck zu jetzt. Wie hieß der Typ, der uns gekillt hat?
Magnum Chaos. Ja, das ist der. Guck mal, wo der ist. So, für die Leute, die es nicht wissen, man kann ins seichte Wasser eine Haftbombe reinschmeißen, da unten drunter, beziehungsweise nebendran so eine Heulboje legen, beziehungsweise so eine Heulfalle, Stolperdrahtfalle. Und wenn die hochgeht, dann zündet die Haftbombe und du fliegst hoch. Und die haben noch eine Stacheldrahtbombe dahinter gesetzt, das heißt, wir kamen überhaupt nicht schnell genug weg. Und deswegen ist die explodiert. Und richtig krass, ich wusste das echt nicht. Ich habe das jetzt mit Daniel noch ein paar Mal ausprobiert. Das funktioniert, aber ist auch sehr gefährlich. Uns ist es ganz oft passiert, dass das Ding dann einfach hochgegangen ist. Also wenn ihr es selber machen wollt, passt besser auf. Sagt euer Mate, der soll ein bisschen weiter wegtreten, weil das könnte echt in die Hose gehen. Ja, das war im April. Dann hatten wir ein Video im Mai. Ach du Scheiße. Auch leider ohne Facecam. Ich hatte ab und zu mal keinen Bock auf Facecam, weil... man sieht das an alten Videos von mir, ich war immer schlecht ausgeleuchtet. Jetzt ist das super, weil ich hier überall ringsherum Licht habe. Aber man wird ja auch so ein bisschen professioneller nach einer Zeit. Ja, gerade wenn man auch ein paar mehr Zuschauer bekommt, dann will man natürlich auch mehr bieten und mehr zeigen. Und deswegen gibt es jetzt hier viel, viel mehr Licht bei mir. Ja, und da hatten wir diese Runde. Super lustig. Ich zeige euch nur mal das Intro und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann den Rest selber gucken. War tatsächlich ein sehr langes Video, das ging 51 Minuten, wir haben da ewig in dem Compound rumgehangen und ich hatte an dem Tag so ein Laberflash und nur Blödsinn im Kopf, wirklich nur Blödsinn im Kopf und dann haben wir die ganze Zeit noch ein Lied gesungen, ich weiß nicht, kennt ihr Felicita, das Lied? Das war irgendwie immer in den Köpfen, das haben wir da auch vorgespielt und absolut Banane, die Runde, aber es war so lustig, ich habe so gelacht teilweise. Ich zeige euch mal das Intro. Oh, hier ist ein Bauplan. Nee, ist keine. Oh, wie lächerlich. Das sieht genauso aus wie eine Blaupause. Guck mal. Tatsache. Ist aber nix. Ist fake. Patrick, hier ist eine Blaupause. Ja, ja. Oh, was ein Arschgesicht, ey. Ist nur am Verrecken hier. Ja, ihr Affen, ey, ihr macht ja die ganze Zeit gar nichts. Ein Salvenschuss auf unseren gefallenen Bruder! Alter. Jawohl! Nochmal! Ja, nochmal! Die machen da. Daniel, du musst dich da vorstellen, du bist Kugelfänger, weil du bist noch voll. Ein Salvenschuss auf unseren zweiten gefallenen Bruder! Jan! Entschuldigung! Ich amüsiere. Daniel ist eine Blaupause. Hier ist übrigens eine Blaupause. Ja, ja. Versuchen entweder raus, wo der eine Tote liegt, nach Nordosten. Da liegt kein Toter mehr, die haben ihn aufgehoben. Ja, okay, dann lassen halt nicht mehr da liegen. Aber auf jeden Fall in die Richtung raus. Und ja? Dann runter in den Matsch und dann nach Norden mehr oder weniger halt abhauen. Ja. Richtung Norden. Aber singen nicht vergessen, aber das bringt es nichts. Ja, Felicita. Okay, ich bin nervös. 3, 2, 1, go. Felicita! Ich bin draußen! Hier ist kein Matsch! Houston! Mich hat keiner getroffen. Mich auch nicht! Ach du Scheiße, die stehen da schon am Ausgang! Ja, dann lass drehen. Die können nicht drehen, wir haben noch 10 Minuten. Ja und? Müssen jetzt unseren Ängsten ins Auge sehen und müssen da pushen. Beagle oder was? Nee, wir haben keinen Beagle dabei. Wir haben keinen Beagle dabei. Wir haben nur, oh, die Hühner wiehern schon. Oh. Ja, ganz krasse Runde, nur dummes Zeug gelabert. Wenn ihr Bock dazu habt, das zu sehen, schaut sich an. Super lustig. Ich habe während der Runde auch echt Tränen gelacht. Schade, dass ich keine Facecam anhatte. So, und dann kam der Umbruch auf meinem Kanal, ja? Das Lustige ist, ich habe ja vorher gesagt, ich wollte ein halbes Jahr machen und dann aufhören. So, und dann war das halbe Jahr um und genau dann am 18.06. Nee, das stimmt gar nicht, ist gelogen. Es waren nur 4 Monate um, aber... wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre. Und dann kam das Video mit Siegesmund raus, beziehungsweise wir haben eine Runde gespielt und wir hatten Siegesmund und ich habe zum Glück während der Runde auf einmal was gesagt und der Siegesmund hat uns geantwortet und daher wussten wir, oh, das ist Siegesmund.
Und dann haben wir den auch weggemacht. Mark hat den sensationell mit der Bomblance gekillt. War echt gute Runde. Da haben wir sein ganzes Team. Das war ein Dreier-Team. Also er war nicht mit Randoms unterwegs, sondern mit Mates. Und das lief echt gut. Und dann habe ich also der Mark hat gesagt, Tina hatte gesagt, ich glaube, Sigismund streamt auch, als wir dann raus sind. Und dann bin ich in seinen Stream und habe ihn gefragt, ob ich sein Videomaterial verwenden darf. Ich glaube, so richtig Bock dazu hatte er nicht, ja. Man merkt das auch gleich an seiner Reaktion, aber er hat mir dann zugestimmt. Ich glaube, wohl oder übel, das lag auch daran, dass im Chat die ganzen Leute geschrieben haben, oh ja, mach das mal und wir kommen dann auf deinen Kanal und gucken die Videos und so, beziehungsweise gucken das Video dann. Super interessant, das mal aus Gegnersicht zu sehen. Ja, und dann habe ich das, wie gesagt, im Chat gefragt und das seht ihr jetzt hier mal. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gestern zu dritt, kurz anhalten, da habe ich noch ganz leise, hi und herzlich willkommen, also richtig langweilig. Und irgendwann fing das ja dann hier mit dem Stream Deck an, aber das erzähle ich gleich noch. Han Showdown gespielt und dann ist uns der Sigismund begegnet im Spiel. Ja, und deswegen ist er hier auch im Hintergrund offen. Weil ich habe ihn dann im Anschluss gefragt im Stream-Chat, er hat nämlich live gestreamt, ob ich seine Aufnahme verwenden darf in meinem Video, weil es doch eine echt gute und lustige Runde war und wir auch viel mit denen gequatscht haben. Und das seht ihr hier jetzt. Ich spiele das mal lieber ab, damit ich auf der sicheren Seite bin. Ich würde gerne das Video gegen euch hochladen auf YouTube. Darf ich deine Sicht verwenden? So, du bist reingegangen. Achso, okay, dann. Ich geh jetzt, okay. Also ich geh definitiv rein, aber du kannst gerne. Achso, du warst in der Map. Naja, alles klar. Mach doch mal. Ich bin jetzt quasi einfach. Okay, habt ihr gehört? Viel Spaß mit dem Video, haut rein. Ja, habt ihr auch gehört? Er hat mir dann praktisch erlaubt, sein Videomaterial zu benutzen, was sensationell war, weil daraus wurde, wie ich finde, ein echt geiles Video. Wer das noch nicht kennt, unbedingt angucken. Das ist das Video 53. Richtig gut. So, und ab diesem Tag fing es an, dass ich auf einmal mehr Zuschauer hatte. Kam natürlich durch Sigismund. Ich bin ihm auch super, super dankbar dafür. Ja, dann kamt ihr alle auf einmal und dann lief das ganz gut. Das war so, wisst ihr, ich mache seit 6 Jahren YouTube, habe ich ja schon gesagt, und oder noch länger, und es ist sehr belastend, wenn man immer Videos hochlädt und kein Mensch guckt das und auf einmal kommen dann die Leute und gucken deine Videos, ja, und da dachte ich mir, oh, wie geil ist das denn? Und dann habe ich natürlich mich auch schlau gemacht und habe mir nochmal den Algorithmus angeguckt, beziehungsweise mir Videos geguckt über den Algorithmus von YouTube. Und da hieß es halt, naja, wenn du einmal Leute dazu bekommst, musst du halt jeden Tag ein Video hochladen. Und seit diesem Tag an, seit dem 18.06., lade ich jeden Tag ein Video hoch, was mir super viel Spaß macht. Ich freue mich jedes Mal, wenn Leute wenn ihr alle meine Videos guckt und auch so kräftig kommentiert, das hilft natürlich dem Algorithmus auch extrem und auch die ganzen Likes und so weiter. Und ich bin euch so dankbar dafür. Es ist einfach klasse. Ja, das ist wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern und alles zusammen. Ja, das ist sowas, was man sich als YouTuber oder beziehungsweise als Videocreator einfach wünscht. Ja, und vielen lieben Dank euch allen. Es ist echt gut und man merkt halt auch, wie dass es immer mehr wächst und wächst und wächst und sensationell. Wirklich sensationell. Ich danke euch vielmals dafür. Ja, der gute Sigismund, dem bin ich dankbar. Und dann kam am 16.07. kam ein Video raus. Das hat angefangen tatsächlich mit einer Situation, da hing meine Katze hier oben drauf und die hat die ganze Zeit ihren Schwanz in mein Gesicht gehalten. Okay, das hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt das auch gerne nochmal angucken, das ist die 66. Und dann habe ich mich leider ein wenig geoutet, dass ich nicht der Schlauste auf Erden bin. Dann kam nämlich folgende Situation. Hallo! Hello, my friend. Hello. Oh, are you from? How are you? Where are you from, mate? From France, and you? Oh, nice. We're from Germany. Oh, oh nice. Ah, guten Tag, my friend. Ah, voulez-vous coucher avec moi? Tja, ja. C'est toi? Ja, das habe ich vergessen. Ja, schon. Ich weiß nicht mal, was es heißt, wenn ich ehrlich bin.
Wuli Wuku, hier weg. Was willst du mit mir schlafen? Ich bin mit schlafen. Ach du Scheiße! What the fuck? Ich hab das Lied nie verstanden. Er hat mir sogar geantwortet, als ich gefragt habe, ob er mit mir schlafen will. Ich weiß nicht. Gesagt, ja, oder wieso, ne? Ich hoffe nicht. Ich wusste das echt nicht, kein Spaß. Das ist mir ja ein bisschen peinlich, jetzt muss ich sagen. Um Gottes Willen. Der denkt nur, das sind Deutsche. Treff ich einmal einen Franzosen auf dem Server und frage, ob er mit mir schlafen will. Das ist unfassbar. Krieg mich nicht ein. Ist safe now, ja und nur? I kill free people. I kill free people. Nice. I'm proud of you. Thank you, my friend. You can go outside. Ah, no. Oh, Nate. Just a cow. Just a chaos bomb. Von wegen chaos bomb. Oh, that's not a chaos bomb, my friend. Sir. You are a liar. Sorry, my bad. That is so romantic. Yeah. 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 So, ganz kurzer Nachtrag noch, bevor es dann mit der richtigen Runde losgeht. Eigentlich streame ich auch auf Twitch, allerdings habe ich momentan das Problem, dass mein OBS bei... Okay, ich dachte, es kommt noch was, aber es kommt nichts mehr. Jetzt geht's um die richtige Runde. Das waren immer nur so zwei Ausschnitte, die ich da vorgehängt habe. Ja, ich wusste tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht, was Voulez-vous war bedeutet. Schande über mein Haupt, ja, aber Französisch ist nicht so meine Sprache. Naja, dann wisst ihr alle, dass ich super, super, super gerne die AFTO spiele. Ich liebe die AFTO. Es ist für mich, klar, es ist auch die beste Waffe im Spiel, aber nicht jeder kann damit umgehen, aber ich spiele so gerne damit. Und immer wenn ich eine AFTO finde, dann bin ich super glücklich. Das Lustige ist, wir haben heute gespielt, heute ist der 30.12., die Ivy und der Marc, Handwerker, wir haben zusammen gespielt. Und da ist einer vor mir gelaufen, der hatte eine AFTO. Und dann habe ich den ohne Gegenwehr abgeschossen und ich habe gesehen, der hat eine AFTO in der Hand. Ich so, yay, geil. Und hatte schon die Sternchen im Gesicht, so, also war schon super happy. Und da ist er umgefallen und die AFTO war weggebackt. Die war komplett weg und ich war so traurig die ganze Runde. Es war eine sensationelle Runde. Ich glaube, wir haben 8 oder 9 Kills gemacht, aber für mich war die Runde am Arsch, weil die AFTO weg war. Und wie ich mich freuen kann, wenn ich eine AFTO finde, das war in der 100. Special-Folge zu sehen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich spiel's euch mal vor. Oha, die sind da. Oh. Boss ist hier, oder? Ich sehe einen. Nee. Hat Hit. Hab ihn. Ich sehe keinen. Tot. Hier war, glaube ich, noch einer. Haben wir getradet? Oh, getradet, ja. Der hat eine AFTO! Ehrlich? Ja! Der hat eine AFTO! Ja, da habe ich mich sehr, sehr über die AFTO gefreut. Ich habe überlegt, weil ich werde ja nächstes Jahr, achso, auch so eine kleine Ankündigung, ich werde nächstes Jahr öfters bei Twitch streamen, wahrscheinlich jeden Freitag mit Tina und Epi und samstags, je nach Zeit, mit Marc Handwerker und auch so unter der Woche ab und zu mal. Muss ich mal gucken, wie es klappt, aber so ab Mitte Januar könnt ihr damit rechnen. Wenn ihr Bock habt, 1049.de auf Twitch eingeben, da findet ihr mich. So, und das absolut legendär war natürlich der Verkaufsladen. Kennt ihr auch alle, ist ein kurzer Clip, dauert nur 1,5 Minuten, aber ich spiele ihn nochmal rein, weil der muss einfach dabei sein. Sensationell. Tina, mein Laden hat geöffnet. Komm nicht rein? Ja, bei uns schickt es sich auch durch die Tür zu gehen. Ey! Was wollen Sie kaufen? Wir haben, also, einmal haben wir hier Medizin, dann haben wir hier ein Kartenspiel, dann hätten wir einen dicken Hammer. Ja. Lass mich überlegen. Dann hätten wir hier ganz schick eine lange Unterhose, komplett Körperunterhose.
Dann hätten wir hier noch eine Komplettkörperunterhose, ein paar tolle Stiefel und eine schöne Jacke. Ja, wenn es kalt wird. Ist leider alles aus. Was verkauft ihr? Du Scheiße. Du verarscht. Ja, das war der Laden. Also wenn ihr bei Seven Sisters seid, denkt an mich, da ist mein Laden. ja, und dann nachher kamen natürlich noch zwei Turniere. Am 13.11. war das erste Turnier, war auch richtig, richtig gut besucht. Wir waren 15 Teams, hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe dann direkt am 18.12. noch ein Turnier gegeben. Da waren wir dann 21 Teams und sensationell. Ich hatte sehr, sehr viele. Das zweite Turnier habe ich dann bei Twitch gestreamt. Da hatte ich echt sehr viele Zuschauer und es kam auch super an bei euch. Und das freut mich riesig. Und im Januar muss ich gucken, oder Februar wird es das dritte Turnier geben. Schon mal zur Ankündigung, es wird auf jeden Fall ein Dreier-Turnier. Also wir spielen in Dreier-Teams und ja, mal gucken, wie viele Teams wir zusammenbekommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran. Ich werde wieder Ankündigungsvideos machen, wann das Turnier stattfindet. Ich versuche es tatsächlich Ende Januar zu machen, aber ich muss mal gucken. Mal schauen, wie das zeitlich klappt und ja. Gucken wir dann mal. Dann gab es ganz, ganz viele Leute, die ich neu kennengelernt habe, auch durch meine größere Reichweite. Ihr seid alle echt sensationell, ja. Der Cowboy zu erwähnen, richtig krass, der hat mir jetzt beim zweiten Turnier geholfen. Ganz, ganz lieber Kerl. Der Frontwichtel, ich kann so viele Leute vorlesen oder aufsagen, das ist der Wahnsinn. Ganz besonders möchte ich noch den Marc Handwerker rausheben. Das ist nämlich ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden jetzt. Wir haben so die gleiche Art, würde ich fast sagen, und wir verstehen uns einfach echt super. Genauso vielen Dank an die alten Mitspieler, Tina, Mark Doomsday, Daniel und Sascha. Ich kann gar nicht alle, ich hätte mir eine Liste machen sollen, es tut mir leid. Das ist alles ein bisschen spontan jetzt hier alles erzählt. Ich habe mir weder Stichpunkte aufgeschrieben noch sonst irgendwas. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier oben im Tab meine ganzen Videos reingesteckt. Es sei mir verziehen, wenn ich einige Leute vergessen habe. Ja, was gibt's noch zu sagen? Im neuen Jahr geht's natürlich weiter mit jedem Tag Videos. Seid gespannt, es kommen auch noch ein paar Special-Videos. Ich habe da so ein paar Ideen für so Februar, März. Ich weiß noch nicht, wie gut das ankommt, aber wir schauen mal. Was gibt's noch zu sagen? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich bin fast durch. Ich denke, ich habe eh irgendwas vergessen. Das ist meistens so. Ich hätte mir wirklich was aufschreiben sollen. Das ist ein bisschen doof jetzt, aber ich denke, alles ist gesagt. So, und jetzt hänge ich euch noch drei echt lustige Sachen ran. Ja, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu lachen oder zu schmunzeln, dann schaut es euch an. Wenn ihr keinen Bock habt, dann macht gerne aus. Würde mich wie immer über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Und jetzt viel Spaß, haut rein. Ja, das musste so sein, weißt du, guck mal. Wenn das noch geklappt hätte, hier ist der Boss, dann wäre das ja unlustig gewesen. Das stimmt. Dann wäre es zu perfekt gewesen. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Ja. Ja, komm, wir machen Boss, oder? Mhm. Ich möchte nicht da oben geheadshottet werden. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, ich auch. Wir haben einen großen Fehler gemacht, wir gehen von der falschen Seite rein. Wir sind hier auch rein. Ja, auch stimmt. So, selbe Spiel? Same procedure, every game. Ich mache aber erstmal die Lampe aus. Ja, das war eben der Fehler. Ja. Was ist denn jetzt? Der ist oben. Ich warte hier. Ich denke so, hä? Da kommt gar nicht. Ich habe auch schon geaimt. Same procedure. Die Lampe ist einbetoniert hier. Oh Gott, tatsächlich. Du müsstest am besten hier durchs Fenster, dass er da hinkommt. Geh mal rein jetzt! Ist er nicht hier oder was? Der ist hier nicht!
Hast du nicht gesagt, der Boss ist hier? Ich hol den Hinweis, ich hol mir den Headshot ab. Ne, hier ist noch ein. Ich hab den gehört. Ich hab den aber gehört. Ja, ja. Hier ist noch einer. Der ist hier nicht. Er ist unten falsch gewesen. Oh, jetzt schwitze ich. Okay, ich muss immer eingreifen. Mega. Ja, Tina, ich war 100% sicher, dass da der Boss ist. Ich habe sogar in der Schattensicht nochmal geguckt, aber habe nicht darauf geachtet, dass es gar nicht weiß oder rot oder so blinkt, sondern ich war fester Überzeugung, dass der Boss da drin war. Und ich musste so lachen. Wir haben im Nachgang nach der Runde noch so viel gelacht. Die Runde war scheiße, mehr seht ihr jetzt nicht. Aber danach kam noch eine Runde, dann kam der Markt aka Doomsday noch rein und hat mitgespielt. Und die Runde seht ihr jetzt. Also wie gesagt, nicht zu ernst nehmen. Ja, das ist einfach, das sind so Runden, ja, die passieren alltäglich. Wir haben so viel Spaß miteinander. Es ist einfach echt wahnsinnig. Ja, manchmal, wir quatschen auch einen Mist oft, ja, egal, schaut euch die Runde an. Und danach seht ihr noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mal erscheine. Schau mal dann. Ansonsten seht ihr dann noch den Daniel als Fremdenführer. Wird auch super lustig. Haut rein, viel Spaß. Ich sag, jetzt hast du was für deinen Best-of. Ja, eigentlich, jetzt haben wir am Anfang davon gesprochen, beziehungsweise haben gelacht, jetzt müsste ich es jetzt reinschneiden. Ja. Oh Mann. Oh. So, gerade noch so gerettet. Ja, dann gehen wir mal am Mauer, ne? Mhm. Ach, hier muss den Weihnachtsmann. Nee, der Arme. Lass ihn leben, oder bitte. Oder bist du auch durch, Mietze, jetzt? Nee, ich bin noch nicht ganz durch. Wo willst du denn hin? Achso, du willst nur den Weihnachtsmann dann noch holen? Ja. Okay. Der arme Weihnachtsmann. Oh, nächstes Jahr wundert ihr euch, dass ihr keine Geschenke bekommt. Thank you very much. Nicht dafür. Andere stellen ein Glas Milch auf Sims und Kekse und Marc erschießt ihn. Schwarzbrot musst du hinstellen. Echt? Schwarzbrot. Aber es gibt doch gar keinen Weihnachtsmann. Das mögen die Rentiere gerne. Nikolaus. Nein, es gibt einen Nikolaus und ein Christkind. Ja, das machen wir ja auch immer, wenn der Nikolaus kommt. Ja, das ist gut. Aber das ist kein Weihnachtsmann. Nee. Oh, silenced. Ja. Oh, mal was ganz Frisches. Guck mal, da hinten kannst du die Geschenke wegbolzen. Spinne ist hier. Ich glaube. Ich glaube, ich sage gar nichts mehr. Okay, sie ist wirklich hier. Ah, okay. Nice. Oh, Gegner! Nee, Marc ist das. Oh, das ist so erschreckt, ey. Ich spring raus und mach den Immo und du schreist den Gegner. Wollen wir kleines Gebiet gehen oder hier bleiben? Wir können auch warten und dann mit dem hoch. Ich glaube, warten macht mehr Sinn, weil wir große Bounty haben. Genau. Ich muss mir das auch mal angucken von vorhin. Ich habe das ja aufgezeichnet noch. Ich stelle eine Trap hier hin mit dem. Unserem Fail, ja. Du hast ihn eingeleitet, den Fail. Ich habe zwei Fallen hier an die Türen gelegt. Einmal unten und einmal oben an die Tür. Roger. Das ist so geil. Ich stehe da oben und lach mich tot schon vom Haus und du... Geh mal rein jetzt! Voll ungeduldig. Geh mal rein jetzt! Ich habe die ganze Zeit überlegt, was steht sie denn da? Oh Mann. Ja.
Der Boss ist hier. Ich hab den echt gehört. Ja, ja. Bei uns? Nee. Nee, nee, nee. Golden oder Lost? Golden. Die Richtung. Ich hör Steps. Auf dem Dach, ne? Ja, ist da Dachsteps. Steps. Ich sehe da auf dem Dach jemand. Soll ich den erschießen? Ja. 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 Jan, hörst du Steps? Steps. Oh Mann, ey. Eventuell sind hier Steps. Was hab ich gesagt? Nate? Tina, Nate? Nate, Tina. Tina! Wo kam die denn rein? Hey, ich hab jetzt mal eine letzte Frage. Sind hier Gegner? Ja. Ich dachte, ihr arscht hier die ganze Zeit. Nein! Ich dachte, du siehst einen und kannst einen abschießen. Du nein, sagst, dann hätte ich doch getan. Die Tür ist offen. Ich komm rüber zu euch. Ich denke, hier ist niemand und voll langweilig und... Houston! Oh, Marc, du musst mal ganz herankommen. Ja, ich bin schon fast da. Keine Chance. Ich weiß nicht, wo er die durchgeworfen hat. Durchs Fenster, glaube ich. Nee, war zu. War zu? Ja. Ich weiß auch nicht, wo die... Die kam auf einmal... Ja, wie das auf geht doch Punkt. Gar nicht. Ruhe, bitte. Den habe ich nicht kommen hören. Ja, ich wäre natürlich viel früher zu euch gekommen, wenn ich dachte, ihr macht da die Geräusche und verarscht euch aber gegenseitig. Aber ich bin doch gestorben. Ja, und ich da wusste ich, dass irgendwas komisch ist. Nee, danach hast du ja gefragt. Ja, da dachte ich erst, Jan hat dich in die Luft gejagt. So, nein. Und ich sag noch, ich... Oh Mann, Alter. Ich dachte noch, du kannst den einen abschießen, weil nein, du sagst, soll ich den töten? Ich dachte, wenn ihr so lustig seid, dann bin ich halt auch mal lustig. Marc, das ging aber ganz schön da hinten los. Das ging mir nur darum, weil ich glaube, ich höre Steps. Ja, Steps. Und dann nochmal. Hier, Steps. Warum ging mir das nur? Ich könnte weinen, Alter. Ich auch. Oh Mann, das waren nur zwei Teams und das war ein Zweierteam! Ja, da bin ich nochmal. Ich habe mich weggeschmissen eben beim Gucken, wie oft ich gesagt habe, dass ich Steps höre. Bescheuert. Mega bescheuert. Keine Ahnung, was da im Kopf losging bei mir. Das war total Banane. Und dann dachte ich halt wirklich, weil Marc sagt, ich sehe einen, soll ich ihn abschießen? Und wir dachten schon, der ist mit der Sniper auf dem Kopf oder sowas. Und das war einfach nur Spaß von ihm. Der hat halt nicht gedacht, ich meine, ihr habt es ja gerade gehört, dass da Gegner sind. Mega lustig. Ja, mega lustig. Wie gesagt, sowas haben wir teilweise tagtäglich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, solche Fail-Runden, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Lade ich gerne für euch hoch. Ist auch immer wieder ein Spaß für mich, die ganze Sache zu schneiden, weil ich habe eben Tränen gelacht wieder. Es ist so lustig. Ja, und jetzt zu guter Letzt seht ihr noch die Daniel-Folge. Wie gesagt, das ist im Stream passiert. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll vorlaufen, damit er endlich mal die Map kennenlernt. Und dann passiert eine Szene, die war so typisch. Ja, die war wirklich so typisch. Guckt es euch an, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns am Ende nochmal. Haut rein. Oh. Ich hab Stress, ich brauch Hilfe. Oh Gott. Ich will nicht schießen, weil hinten. Ja, tot in 1. Tot. Oh nee, Katz überlebt. Alter Falter, ey. 5 Balken weg. Ja, ich brauch Heilung. Hier oben ist Heilung. Ja, ich bin da vergiftet. Ich hab ein bisschen Angst, Patrick. So, wohin?
Warte. Mach ruhig! Steps! Die wollen hier hoch. Du läufst vor mir, das geht nicht. Dann geh mal. Der kommt da aufs Dach jetzt, pass auf. Ja. Leider nicht hier. Einer tot? Schön. Hat Hit. Oh, hat Hit. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn auch nicht. Push, push, push. Hab ihn. Nice. Oh. Oh. Hat irgendwo Heilung. Alter. Ja, ich muss zwei Verbände nehmen. Ich muss die beide looten, damit ich wieder meine Heilung habe. Ja, mach mal bitte den Zombie. Ich bin oben schon. Oh Mann! Ja, Alter, wenn du beim Looten stirbst, dann bist du aber auch selbst schuld. Ja, lauf du vor! Wo ist er? Wieder im nächsten Compound gefühlt. Wo hast du den anderen erschossen? Oben vorm Fenster. Da. Du läufst aber auch Umwege. Alter, Daniel! Du bist die letzte Fluppe. Hier, diese Rohre kannst du hochlaufen. Da, wo? Alter! Wo geht's dir auch? Ich kann nicht mehr. Hi und herzlich willkommen. Wo denn jetzt? Alter, hier hinten um die Ecke, du blöde Idiot. Da! Ah. Leute, das habe ich tagtäglich. Es ist tatsächlich so. Es ist immer dasselbe. Viele schreiben dann in die Kommentare, ich würde übertreiben oder so. Und jetzt habt ihr es mal live gesehen, wie das ist. Ah, lauf mal vor. Oh, alter Daniel. Ich hab die Map geschaut. Kack Spaß. Kannst du mal langsam, Mann? Ich hab Lunge. Warum bleibst du denn stehen jetzt? Weil ich Lunge hab. Lauf doch langsam, du Idiot! Alter, ich suche mir gleich einen anderen Mate. Das ist ja richtig schlimm heute. Der wird's auch nicht besser. Der Quick Nick! Wenn die gleich Quick draußen sind, haben wir ein Problem. Ich weiß, wer dann schuld ist. Ich nicht. Wir haben Ausgang. Und Beef. Bin ich denn ein toller Fremdenführer? Da vorne sehen Sie den nächsten Compound. Ja, mehr Infos bitte. Welcher ist denn das nochmal? Port. Sie sehen Port. Daniel, ich kann dir jetzt schon mal verraten, du läufst richtig scheiße. Ach was. Bitte lass mich vorlaufen, das macht keinen Sinn. Warum? Weil ich nicht durchs Wasser da stampfen will. Ich will über die Brücke laufen. Lauf mal rechts und dann genau. Hast du Angst vor nasse Füße oder was? Die sind am Ausgang.
Echt? Ich krieg's Kotzen. Jan, was hast du denn gemacht? Chosen, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Großteil geht in die Hose beim Daniel. Ah, die kriegen wir noch. Ach man, Jan. Die hatten so viel Zeit, Daniel. Die haben hier wahrscheinlich alles weggemacht, was es zum Wegmachen geht, weil hier liegen Tote. Oh! Schuss! Oh! Oh, es wird interessant. Es wird ein Scheiß interessant. Wir haben nicht mehr lange Zeit, ne? Ah, interessant. Oh, da ist er! Handkanone, komm her hoch. Trade. Willst du wieder vorlaufen? Ja, was soll ich noch dazu sagen? Es ist tatsächlich immer so mit Daniel. Das Ding ist, wir hätten die zwei Leute bei, wo waren wir denn? Bei Reinhardt hätten wir gemacht und dann hätten wir so viel Zeit noch gehabt, uns um zu Madonna zu kommen. Aber Daniel ist da rumgelaufen wie einer, der zum allerersten Mal das Spiel spielt und hat diesen Toten nicht gefunden. So, wenn ich vorgegangen wäre, ich hätte ihn natürlich gesagt, hör auf zu looten, beziehungsweise lass uns gleich gehen. Oder ich hätte ihn direkt hochgelotst, aber so wollte ich halt mal sehen, was er macht. Und es ist einfach nur Lust. Das liegt einfach daran, der läuft mir immer hinterher. Egal, wo wir sind, was wir machen, der läuft mir immer hinterher in den Spielen. Das ist so schlimm. Und daher kennt er einfach die Map nicht. Und dann sitzt er im Compound und anstatt sich den Compound anzugucken, dattelt er mit dem Handy irgendwas. Ja, das ist furchtbar. Sowas regt mich halt extrem auf. Aber ich schneide das alles natürlich in den Videos raus. Und deswegen kriegt Daniel immer so tolle Kommentare von euch. Was auch vollkommen okay ist, Daniel ist ein toller Typ, keine Frage. Und es war ja auch echt lustig jetzt. Aber es kann echt nerven, es kann wirklich nerven. So, und jetzt, ich hoffe, mein kleiner Jahresrückblick inklusive Special am Ende hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch... Oh nein, jetzt geht Google los. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und... Ich weiß noch gar nicht, wann ich die Folge bringe. Eventuell, ich habe die jetzt um 0.49 Uhr fertig gemacht, am 30.12. Eventuell bringe ich die jetzt auch am 30.12. Es war eigentlich ein anderes Video für heute geplant. Bin ja am Überlegen, ob ich zwei Videos heute bringe. Mal gucken, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns auf jeden Fall im Jahr 2022 wieder mit jeden Tag ein Video um 9.30 Uhr. Haut rein. Tschüss.